Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, in der Reihe Offenbarung Jesu Christi sind wir jetzt in Kapitel 15 angelangt, das Kapitel mit den sieben Plagen. Ich werde wie gewohnt hier eine ganz kurze Einführung machen zu diesem Blatt, das ich zum Selbststudium der Offenbarung zusammengestellt habe. Die Absicht ist dann, wenn alle Kapitel fertig sind, sie nochmals komplett vorzulesen. Der Sinn und Zweck ist aber das Lesen des Wortes Gottes, zwar vom 1. Mose bis Offenbarung, und dann hilft diese Datei ganz bestimmt, etwas tiefer in das Buch der Offenbarung Jesu Christi zu kommen. Jetzt sieben Plagen. Offenbarung 15, Vers 1. In diesem Kapitel werden wir die Gerichte der Trübsal eingeführt. Die Kapitel 15 und 16 zeichnen die Vollendung der Ereignisse auf, die zum zweiten Kommen Jesu Christi führen, wie in Offenbarung 19 zu sehen ist. Sieben Engel. Jeder hat die Macht, ein Gericht über die Menschheit zu entfesseln. Diese Gerichte sind die intensivsten und verheerendsten aller Gerichte über die Welt seit der Sintflut. Die Siegelgerichte zeigen den Zorn des Menschen gegen sich selbst. Die Posaunen Gottes zeigen den Zorn des Satans gegen die Menschheit. Die Schalengerichte offenbaren den Zorn Gottes gegen die Rebellen und Feinde. Gott war langsam zum Zorn, aber in diesem Punkt treffen sie seine langmütigen Ziele und seine Gerichte auf die Menschheit. Dann haben wir hier eine Einführung, einen Überblick, der hilft, ein wenig Ordnung zu bekommen über dieses ganze Kapitel. Wenn ihr Zusätze habt oder wünscht oder Fragen habt, gerne sendet sie mir einfach per E-Mail oder dann im YouTube, schreibt es sie in den Anhang.